Hallo zusammen. Ja, beim Zusammenstellen des Vlogs von unserer Inforeise mit der Euribia dann am Tag in Southampton ist mir aufgefallen, dass ich da gar kein Intro an Bord gedreht habe. Deshalb jetzt kurz von zu Hause aus, was euch in diesem Video erwartet. Also wir waren an dem Tag dann in Southampton und auch dort konnten wir ganz normal den Tag erstmal angehen, hatten also erstmal keine ja, Pflichtveranstaltungen, um es jetzt mal so zu sagen, oder Schulung oder so, sondern wir konnten also Southampton genießen. Das haben wir auch getan, denn wir haben einen geführten Stadtrundgang mitgemacht, und zwar wirklich auf den Spuren der Titanic. Also da ging es vorwiegend wirklich zu Orten, die für die Titanic oder für die ganzen Seeleute und so in Southampton eine wichtige Bedeutung hatten. Unter anderem das Gebäude der White Star Line, und man hat uns natürlich auch den Platz gezeigt, wo die Titanic damals gelegen hat. Höhepunkt war dann eben, dass diese Tour in dem Museum dazu endete, und wie gesagt, das werde ich euch ein bisschen hier zeigen. Aber zuerst hieß es für uns warten in einer Schlange, denn es musste jeder Passagier persönlich mit seinem Reisepass vorstellig werden für die Einreise quasi. Und das musste auch jeder, der gesagt hat, ja, ich gehe aber hier gar nicht von Bord, ich bleibe auf dem Schiff, aber auch diese Leute mussten also alle dorthin. Am Anfang war es ein bisschen zähflüssig, aber dann ging es dann doch relativ schnell, auch wenn es am Anfang wirklich nicht so aussah. So, aber jetzt gehen wir erstmal durch Southampton. Thank you.
Tuesday and Wednesday. Mr. Ismail said he planned to run Titanic at full speed on Tuesday the 17th of April.